Bei mir hat es was mit der Psyche zu tun. Wenn ich mich schlecht fühle oder mich gut fühle, will ich nicht essen. Dazu habe ich. Oh mein Gott! Oh mein Gott, guck mal, Leute! Oh mein Gott, ein Augenblick, da ist ein Shiny Darkrai! In strahlender Diamant! Oh mein Gott! Okidoki! Okidoki! Okidoki, das ist heftig! Das ist heftig! Das ist wirklich, wirklich heftig! Das ist wirklich heftig. Ich hatte neulich daran gedacht gehabt, jemanden mal auf Discord zu fragen, ob irgendjemand einen Meisterball für mich hat. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich im Stream frage. Ja, jetzt ist es wohl zu spät, wa? Das ging schnell. Du, schau mal, ich habe hier 100 Soft-Resets auf dem Zettel stehen. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 135. Und jetzt, wie viele Soft-Resets hatte ich gerade? 5 bis 10. So um die 140, 150 Soft-Resets habe ich gebraucht. Okay, ich bereite mal kurz hier alles vor, liebe Leute. Das ist doch geil. Ich hab's nicht kommen sehen. Ich hab nur irgendwann so aus dem Blickwinkel gesehen. Hey, es ist lila. Es ist lila. Oh mein Gott, da ist original ein Shiny. Das ist heftig. Das ist heftig. Die Story kann weitergehen in strahlender Diamant. Ja, ich wollte mir noch den Untergrund anschauen. Okay, ich bin gerade am Aufräumen. Das ging schnell. So, was mache ich jetzt? Das Darkrai ist auf Level 50. Ah, oh, nicht auf Flucht drücken. Ich habe ja Flottbälle, ne? Meisterball habe ich nicht. Ich benutze aus Spaß erstmal einen Flottball. Oh mein Gott, da ist ein Shiny Darkrai. Oh, es hat keinen Bock auf den Flottball. Shaymin hat da anders reagiert. Okay, was mache ich jetzt, Leute? Also schaut mal. Ich habe hier ein Elektro-Pokémon. Funkensprung. Darkrai würde die Attacke aushalten. Aber ich würde gerne wollen, dass dieses Darkrai ein Statusproblem hat. Ich meine, Paralyse ist auch nice, aber wie wäre es mit Eisstrahl? Hypnose habe ich gerade nicht. Was mache ich jetzt? Eisstrahl, ne? Ich habe mich, um ehrlich zu sein, nicht so gut vorbereitet, merke ich gerade. Ich gehe mal rüber zu... Ja, diesem Pokémon. Oh mein Gott, da kommt original ein Shiny Darkrai jetzt schon. Das ist heftig. Ey. Was soll denn das, ey? Darauf komme ich gar nicht klar. Hey. Das war nicht so abgemacht. Also ich wollte Eisstrahl einsetzen und dann gib ihm. Oha, jetzt setzt das Doppelteam ein. Doppelteam ist richtig brutal. Ja, okay, ein Shiny Darkrai zu bekämpfen heißt ja noch nicht, dass man es hat, ne? Also seit dem Vorfall von neulich bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Ab jetzt werde ich noch mehr darauf achten. Also ich bin hier am Start ohne einen Meisterball. Den Meisterball habe ich, glaube ich, für Dialga verwendet. Na toll. Ein Top-Genesung, zwei Top-Genesung-Items. Ich habe keine Hyperheiler, doch da. Okay, alles klar. Yeah, nice. Seid ihr noch da? Hoffe. Gebt mir bitte Tipps. Okay, Kanchario. Was machen wir jetzt, Junge? Kämpfen. Oh, ja, nice. Nice, 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 nice. Und jetzt Freeze. Ja, Doppelteam, ne? Doppelteam nervt. Ich habe keine Ahnung mehr vom Pokémon. Ne, kein Problem. Kein Problem. Hauptsache ist, dass ich die Ruhe bewahre. Okay, Treffer ist drin. Die Attacke hält es doch aus, ne? Ah, kein Freeze. Mich nicht nochmal anzugreifen. Ach, ätzend, ey. Jetzt geht's los. Ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Ah. Meint ihr, es würde eine Eisstrahlattacke noch aushalten? Soll ich es riskieren? Was würdet ihr sagen? Also, oh, ein Volltreffer wäre mies. Ein Volltreffer wäre mies. Stimmt, genau, genau. Wenn es ein Crit wird, dann ist er weg. Dann ist es weg, da hast du recht. Ich könnte mit Gengar vielleicht Finsteraura einsetzen. Finsteraura sollte es doch aushalten.
denke, Finsteraura wird es aushalten. Deshalb setze ich einfach einen Hyperball ein, weil ich denke, dass mein Pokémon KO'd wird demnächst. Immerhin, der Ball hat einmal gewackelt. Doppelteam. Versuch mal Finsteraura. Ja, werde ich tun. Werde ich tun. Aber erstmal will ich, dass mein Pokémon hier KO geht, weil ich habe Angst, dass wenn ich jetzt Gengar reinhau, dass Darkrai mit einer Unlichtattacke kommt. Na, komm schon. Na, immerhin wackelt der Ball einmal. Ey, was hat Darkrai eigentlich für Attacken am Start? Kann das jemand überprüfen? Ansonsten mache ich das. Weil nicht, dass dieses Darkrai sich auch wie das Darkrai aus Pokémon Diamant selbst KO gegen Verzweifler. Oh, komm schon, Darky. Tiefschlag? Es kann Tiefschlag nur 5-mal einsetzen. Oh oh. Ich google mal, welche Moves es hat. Ja, danke, das ist nett. Ich könnte das auch, aber ich will euch jetzt nicht warten lassen und nicht, dass ich irgendwie einen unnötigen Fehler mache. Ah, wobei, ich habe ja ein Elektro-Pokémon am Start, damit könnte ich ja Knirscher einsetzen. Bei Gengar, also Tiefschlag, dann ist es weg. Aber den Shiny-Effekt sieht man hier in diesem Spiel nicht, wenn es aus dem Ball rauskommt. Okay, nächstes Pokémon rufen. Ja, nicht auf Flucht und auch nicht auf B drücken. Ich glaube, ich gehe wieder auf dieses Pokémon. Und setze Knirscher ein, das geht auch, denke ich. Ich weiß jetzt nicht, ob der Verteidigungswert oder der Spezialverteidigungswert von Darkrai besser ist, aber ich gehe davon aus, dass es Knirscher aushalten würde. Was meint ihr? Wäre das eine nette Überlegung? Meine Gengar wäre auch cool, Finsteraura, aber Tiefschlag wäre ein bisschen problematisch. Ich glaube, das haut hin, oder? Was meint ihr, Leute? Sonst habe ich noch Sandsturm, was nice wäre vielleicht. Ich glaube, ich mache das so, weil ich kann mir, um ehrlich zu sein, nicht vorstellen, dass ich es jetzt KO'en würde. Der Angriffswert von meinem Pokémon sollte eigentlich... Oh, 192 ist okay. Ah, ich probiere es einfach raus. Es trifft auch nicht sehr effektiv. Oh, Doppelteam. Wie vielte Generation ist das? Naja, das ist ja ein Remake, aber ich denke, es gehört zur... Boah, gute Frage. Entweder zur 7. oder zur 8. Gen. Let's go, Pikachu und Evoli gehören doch... Oh, keine Ahnung. Ich weiß ich nicht. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich was Falsches sagen könnte. Aber Doppelteam nervt jetzt, liebe Leute. Doppelteam nervt. Schon wieder. Oh mein Gott, das ging aber wirklich schnell. Ich habe gerade 5 bis 10 Soft Resets gemacht in dem Spiel. Okay. Oh, oh, Verteidigungswert ist gesunken. Oh, oh. Nee, da traue ich mich nicht. Da traue ich mich nicht. Ich hatte 97 Hyperbälle. Ich habe 7 Bälle schon eingesetzt und einen Flottball. Jetzt würde ich vielleicht Finsteraura einsetzen. Das ist 7. Gen, okay. Oh, welches Item hat überhaupt mein Pokémon? Boah, meint ihr, wenn ich Knirscher jetzt einsetze, ohne einen Volltreffer zu landen, würde das Darkrai trotzdem aushalten? Ich meine, der Verteidigungswert ist gerade gesunken. Und die Augen von Shiny Darkrai sehen ja heftig aus. Oh, noch ein Statusproblem wäre echt heftig. Ah, der Ball hat dieses Mal 2-mal gewackelt. Hast du die Moves herausgefunden? Versuch lieber mit Hyperbällen weiter, bis seine Verteidigung wieder oben ist. Seine Verteidigung geht wieder hoch.
Okay, das ist eine gute Idee. Also wenn die Verteidigung wieder hochgeht, dann mache ich das. Weil solange ich dann keinen Volltreffer lande, könnte ich es vielleicht nochmal gut schwächen, was nützlich wäre. Eieiei. Wobei, nee, Sandsturm setze ich nicht ein. Voll vergessen. Durch Sandsturm verlieren ja Pokémon, die nicht vom Typ Boden sind, Kraftpunkte. Ausweichwert von Darkrai kann nicht mehr erhöht werden. Unheilböen, Aussetzer, Ruxukip, Hypnose, Finte, Nachtmar und Doppelteam. Okay, wir haben bis jetzt Doppelteam und Hypnose gesehen. Oh, ich würde es wirklich sehr, sehr gerne fangen wollen. Du, sag mal, wie finde ich das denn heraus, dass der Verteidigungswert wieder normal ist? Ich weiß nicht, Finsteraura mit Gengar. Ah, okay, es hat Schmarotzer. Wie oft kann man Schmarotzer einsetzen? Boah, Gengar ist auf Level 71. Ich würde eher Finsteraura statt Spukball einsetzen wollen. Aber ob es die Attacke aushalten würde? Spezialangriff 216. Da musst du, glaube ich, einen schwächeren Move finden und es damit versuchen. Okay, dann überlege ich mal kurz. Oh, Slam. Also Slam, warte mal, mit Slam kann man doch paralysieren. Wie geht's dir, Kanchario? Ja, danke, Chrissy. Mir geht's gut, wie geht's dir? Stärke 80. Nee, ist gefährlich, die Attacke setze ich nicht ein. Na, ich setze erstmal weiter Hyperbälle ein. Mir geht's gut. Ja, das freut mich zu hören. Oha, ich habe schon 17 Hyperbälle benutzt. Boah, schon wieder Tiefschlag. Dreimal, haha. Dreimal. Doppelteam. Oh, oh, Doppelteam. Also, falls ich dieses Darkrai nicht fangen kann, dann wäre das voll nice, falls mir irgendjemand von euch einen Meisterball klar machen könnte. Damit es beim nächsten Mal nicht so gruselig aussieht. Ja! Ich hab's gefangen! Nice! Geil! Nice! Cool, Leute, ihr seid live dabei. Cool. Richtig nice.
Ja, und danke für die Tipps und dass ihr mir beigestanden habt. Richtig geil. Das war's mit dem Darkrai-Event. Nice, yeah. Da, für Darkrai wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es kann anderen tiefen Schlaf versetzen und träumen lassen. In Neumondnächten wird es aktiv. Möchtest du dem Darkrai einen Spitznamen geben? Jetzt nicht. In mein Team. Okay, mal schauen, welches Wesen es hat. Du kannst dir eine Pause gönnen. Nice, ey. Eine Stimme ertönt von irgendwoher. Darkrai, deine Kräfte sind gewaltig. Menschen und Pokémon, die sich in deiner Nähe befinden, werden unweigerlich von fürchterlichen Albträumen geplagt. Deswegen bist du hierher gekommen. Auf der Neumondinsel bist du ganz allein. Hier ist niemand, der von deinen Albträumen heimgesucht werden könnte. Und sollte denn noch jemand einem Albtraum anheimfallen, ist die Vollmondinsel ganz nah. Ich bin wieder wach. Du bist wieder aufgewacht. Will ich mich wieder hinhauen? Nein. Du hast sehr lange geschlafen. Was ist dir nur passiert? Und was machst du hier? An diesem Ort lebt seit 50 Jahren niemand mehr. Wie jetzt? Was? Ich hab doch einen Shiny Darkrai gefangen, oder? Das ist doch gerade hier die Sache. Da. Oh mein Gott, da ist es. Ding, ding, ding. Oh mein Gott. Ich glaube, ich werd verrückt. Es hat das Wesen Scheu. Das ist perfekt. Scheu und mäßig. Oha. Das ist aber eine Überraschung. Nachdem ich das Darkrai von neulich verhauen hab, hier ein strahlender Diamant. Ein Shiny Darkrai mit dem Wesen Scheu. Ich versuche direkt nach dem Stream ein Short-Video erstmal zusammenzuschneiden. Damit ja die Serie, die eigentlich keine Serie war, weitergeht. Ich meine, ich habe ja schon ein Short-Video neulich hochgeladen, wie ich Darkrai nicht fangen konnte in Diamant. Was macht Scheu? Durch Scheu steigt die Initiative und dafür sinkt der Angriffswert. Oh mein Gott. Das ist heftig. Das ist heftig. Das ist heftig. Das haut mich gerade so um. Lass mal abspeichern. Oh, da ist es, ey. Wie cool. Wie cool. Hallo Darkrai, was geht? Darkrai scheint irgendetwas aus der Ruhe zu bringen. Komm, wir bewegen uns erstmal. Mega, ey. Im Gegensatz zu Legenden Arceus bewegen sich hier die Pokémon in diesem Spiel. La 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 la. Boah, ich bin echt happy, Leute. Di, 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 di. Okay, welches Pokémon soll ich als nächstes in diesem Spiel hunten? Naja, erstmal kümmere ich mich um die Story. Ich habe hier noch in diesem Spiel so einiges zu tun. Seit über einem Jahr wollte ich mir auch gerne mal den Untergrund anschauen. Das können wir auch bald machen. Was steht denn hier? Erforsche jeden Winkel der Sinnoh-Region. Okay, das bedeutet, ich habe noch so einiges zu tun. Karte öffnen. Was ist das hier? Neumondinsel. Ah, okay. Neumondinsel. Da kann ich aber nicht mehr hinfliegen. Naja, was soll's. Hä, was ist das für eine Stelle? Erholungsareal, da war ich noch gar nicht. Überlebensareal, da war ich auch noch gar nicht. Okay, Leute, ihr wisst Bescheid. Was haben wir unten? Sonne weg. So, wir gehen einmal ins hohe Gras und setzen Darkrai ein. Boah, wie das aussieht. Das sieht richtig cool aus. Handelst du wieder ein legendäres Pokémon? Tatsächlich könnte ich auch mal ein anderes, normales Pokémon hunten. Bisher habe ich ja zwei Pokémon in den Shiny-Formen in diesem Spiel gehuntet. Shaman und Darkrai. Ich könnte aber auch ein normales Pokémon hunten. Soll ich diesem Wachmann was zum Trinken bringen? Okay, die Trainer habe ich hier bekämpft. Hey, das ist ein Angler. La 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 la.
Pantymos! Ach was, hier kann man Pantymos fahren. Ding, 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 ding. Bam! Shiny Darkrai! Mega, oder? Nochmal. Oh, ich sollte mal den Pokédex vervollständigen, um mir den Chillerpin klar zu machen. Das ist so cool, das ist so cool, das ist so cool. Wow. Ach was, Vesprit! Was geht? Mit dir habe ich gar nicht gerechnet. Okay, dich versuche ich jetzt auch zu fangen. Komm her! Ich bin gerade voll übermotiviert. Oh, ich habe noch einen einzigen Flopball. Den setze ich ein. Vesprit, lass dich fangen. Ups. Oh. Okay, noch einmal. Vesprit hat die Flucht ergriffen, aber es kommt irgendwann wieder. Jetzt noch ein Shiny wäre echt lustig, Chrissy. Bam! Ich habe strahlender Diamant so wenig gespielt. In Shaman. Noch ein letztes Mal. Oh, Cresselia. Oh, da ist Cresselia. Ist das auch so ein Pokémon, was schnell abhaut? Okay, die ergreifen alle die Flucht, oder wie? Cresselia kommt, Vesprit kommt. Wie ist das denn mit den anderen? Ist ja interessant.